So ganz normal einkaufen oder shoppen gehen, das ist eigentlich was ganz Normales. Für einige ist das aber eine riesige Challenge. Ich kann nie ganz normal einkaufen gehen, ohne dass ich nicht irgendwas mitnehme. Jetzt würde ich mich so wegdrehen. Das ist das Teuerste, was ich mir geklaut habe. Ein Duschkopf für 99 Euro. Hast du die alle einzeln geklaut oder alle in einem Einkauf? In einem Einkauf. Das pathologische Stehlen ist eine Erkrankung, die irgendwo zwischen Sucht und Zwangsstörung liegt. Hast du denn das Gefühl, dass du morgen damit aufhören könntest? Nein. Wir hatten euch gefragt, ob jemand von euch zwanghaft klaut. Daraufhin hat sich eine Frau bei uns gemeldet. Sie klaut schon seit vielen Jahren regelmäßig. Eine Kleptomanie-Diagnose hat sie aber nicht. Sie möchte anonym bleiben. Wundert euch nicht, ich hätte mich, um ehrlich zu sein, auch mega gefreut, wenn ihr jetzt hättet einfach weitergucken können. Das geht aber leider nicht, weil meiner Protagonistin es damit nicht gut geht. Wir haben ihr natürlich im Vorfeld gesagt, wie wir drehen und wie wir arbeiten. Und wir haben uns auch daran gehalten, an diese Absprachen. Aber sie fühlt sich nicht wohl damit und das wollen wir auch respektieren. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Szenen bei ihr in der Wohnung noch stärker unkenntlich zu machen. Und ich erzähle euch das jetzt so ein bisschen nach, was da passiert ist. Hier zum Beispiel in der Szene sind wir bei ihr in der Küche und da erzählt sie mir, dass sie alle Messer, die sie besitzt, geklaut hat. Hast du die alle einzeln geklaut oder alle in einem Einkauf? In einem Einkauf. Wie oft die Woche machst du das? Ich würde schätzen dreimal, weil ich immer so dreimal in der Woche einkaufen gehe. Also eigentlich gehst du bei jedem Einkauf, nimmst du was mit? Ja. Übrigens ist das so, dass Menschen, die von Kleptomanie betroffen sind, eigentlich immer und immer wieder so einen Drang verspüren, etwas zu klauen. Und wenn sie den Diebstahl dann begangen haben, dann lässt der Druck kurz nach und dann kommt er aber eigentlich direkt wieder. Schaut mal. Das ist das Teuerste, was ich mir geklaut habe. Was ist das? Das ist ein Duschkopf für 99 Euro. Aber du benutzt den noch gar nicht. Nee, weil ich kein Kabel habe, also keinen Schlauch habe, um das anzubringen. Und ich brauche den nicht. Nein, ich habe einen guten Duschkopf. Ja, und dann hat sie mir das hier noch gezeigt. Einen Bademantel habe ich mir zum Beispiel aufgeklaut gehabt. Auf den bin ich wirklich stolz, weil ich mir den auch gewünscht habe. Der ist ja riesig. Da hat sie dann eine große Tasche dabei. Da hatte ich einen Rucksack mit dabei, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es niemand mitbekommt. Ja, man muss halt auf die Kunden aufpassen, auf die anderen, dass die einen nicht sehen. Mhm. Und die Kameras, die werden halt selten angeguckt, das weiß ich. Also da wird eigentlich nur kontrolliert, wenn direkt ein Detektiv an dem Tag davor sitzt. Mhm. Ja. Und da hoffe ich halt immer, dass das mit der Tag ist, wo ich mal was mitnehme. Ja. Ja, ich finde einfach, in dem, was sie da sagt, merkt man total, dass sie einfach auch voll routiniert ist, was das Klauen angeht. Und das finde ich irgendwie auch krass. Sie ist erst einmal erwischt worden und musste damals 90 Euro Strafe zahlen. Also ich klaue jetzt auch nicht, um dir Geld zu sparen oder so, sondern weil es mir auch ein bisschen was gibt. So. Was gibt denn dir das in dem Moment? Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Oh. Wenn du es geschafft hast? Ja, ja. Und das macht mich schon stolz. Oh. Mhm. Und ja, und es ist sehr aufregend. Also ich mache das für das Gefühl, dieses Adrenalin, was dann durch den Körper schießt, das macht schon auch irgendwie Spaß. Mhm. Und dann hat sie mir doch erzählt, dass sie dieser Zwang aber nicht im Leben irgendwie einschränkt oder dass sie sich dadurch schlecht fühlt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich komisch, weil das ist total untypisch für Menschen, die von Kleptomanie betroffen sind. Und ich war dann insgesamt nach diesem Treffen einfach etwas verwirrt, weil das alles total uneindeutig war, um ehrlich zu sein. Hast du denn das Gefühl, dass du morgen damit aufhören könntest? Nein. Könnte ich nicht. Dann wäre eine Aufregung in meinem Leben weg. Ist ja wie, als würde ich mit Rauchen aufhören. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob meine Protagonistin wirklich von Kleptomanie betroffen ist oder ob was anderes dahinter steckt. Ich treffe jetzt Ariane Alt. Sie ist Psychotherapeutin, kennt sich mit Kleptomanie gut aus und kann mir hoffentlich weiterhelfen. Ich habe die Protagonistin letzte Woche getroffen. Ja. Mhm. Und zwar sehr, sehr spannend. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte. Einen Bademantel habe ich mir zum Beispiel aufgeklaut gehabt. Auf den bin ich wirklich stolz, weil ich mir den auch gewünscht habe. Ich muss sagen, das ist eher untypisch. Und das ist vor allen Dingen eher untypisch, weil pathologisches Stehlen beinhaltet, dass ich stehle, aber nicht, um mich zu bereichern. Also das Motiv der Betroffenen
ist nie, dass sie irgendetwas von dem Stehlen haben. Bei manchen ist es auch wirklich so, dass die Dinge als völlig wertlos erlebt werden. Und das sehe ich hier nicht. Weil ich habe hier noch eine andere Szene, die ich auch ganz spannend finde. Also ich klaue jetzt auch nicht, um Geld zu sparen oder so, sondern ja, weil es mir auch ein bisschen was gibt. So. Was gibt denn dir das in dem Moment? Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Wenn du es geschafft hast in dem Moment. Und auch zu sein stolz auch. Mhm. Ist das typisch für Menschen, die von Kleptomanie betroffen sind? Ich finde es, also es gibt eine Teilgruppe, bei denen das so ist. Aber tatsächlich ist es eher typisch, dass das nicht mit so einem Freude- und Stolzgefühl einhergeht, sondern vielmehr mit einer unerträglichen Anspannung, die sich in mir aufbaut. Mhm. Also so ein ganz unangenehmer Drang auch. Und dieser Drang kann sich dann erst entladen, also lösen, wenn ich den Diebstahl begehe. Hast du denn das Gefühl, dass du morgen damit aufhören könntest? Nein. Kann ich nicht. Dann wäre eine Aufregung in meinem Leben weg. Ist ja wie, als würde ich mir tauchen auf. Ja. Was sagen Sie dazu? Tatsächlich ist es so, das pathologische Stehlen ist eine Erkrankung, die irgendwo zwischen Sucht und Zwangsstörung liegt. Und es hat Suchtcharakter, was die Patienten da erleben. Also das ist etwas sehr, sehr Typisches, das als Sucht zu erleben, ja. Das waren jetzt nur kurze Ausschnitte, aber wenn Sie das jetzt so im Gesamten sehen, was wäre so Ihre Einschätzung ihr gegenüber? Glauben Sie, sie leidet an Kleptomanie? Also das Problem, was ich gerade bei dieser Betroffenen sehe, ist der fehlende Leidensdruck. Mhm. Wenn jemand so gar keinen Leidensdruck hat, habe ich Probleme damit, die Diagnose zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich treffe sie ja noch mal wieder und gehe auch mit ihr einkaufen. Und vielleicht komme ich ihr da auch noch mal näher. Ich will die Frage auch unbedingt noch mal stellen, ob sie denn darunter leidet. Das wäre ja vielleicht ganz spannend. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Danke. Dankeschön. Ja, sehr gern. Ah, da drüben ist sie. Wir sind heute zum Einkaufen verabredet. Viele Geschäfte hatten uns im Vorfeld abgesagt, als sie das Thema unseres Films gehört haben. Letztendlich hat ein kleiner, inhabergeführter Schreibwarenladen dann doch zugesagt. Komm, dann lass mal reingehen, oder? Die Tasche, die sie hier trägt, hat sie wohl immer dabei, wenn sie vorhat, etwas zu klauen. Da passen viele Dinge schnell und unbemerkt rein. Also wenn du jetzt so hier durch die Gänge gehen würdest, würdest du dann jetzt quasi schon darauf achten, ob hier irgendwo Kameras sind oder so? Genau, an der Decke mal gucken. Also die sieht es nicht so aus. Die sind immer an der Decke? Meistens ja. Hi. Hallo. Gehst du dann so extra Runden mehrfach rum oder versuchst du den Aufenthalt möglichst kurz zu machen? Wenn ich jetzt irgendwas überlege, was ich mir jetzt so mitnehme, dann gucke ich mir das zum Beispiel ganz lange an oder überlegen so offensichtlich, ob ich das überhaupt brauche oder so, dass jetzt kein Verdacht entsteht. Das ist jetzt so eine bekloppte Frage vielleicht, aber machst du das dann so im Vorbeigehen so und lässt es so in deine Tasche sinken oder bückst du dich dann auch manchmal hin extra oder so? Ist es eher so ein... Na, meist nehme ich immer viel so in die Hand, also ist nicht, manchmal nehme ich das und dann das hier noch und dann habe ich schon beide Hände voll und dann gucke ich mich noch weiter um und lasse das dann halt so, also jetzt würde ich mich so wegdrehen und das so halt ganz einfach in die Tasche verschwinden gelassen, genau. Okay. Und oft tue ich dann auch Sachen einfach wieder zurückstellen. Das mache ich auch sehr oft, dass ich, wenn ich viel gesammelt habe, dass ich dann einfach die Sachen einfach wieder zurücklege, die ich nicht haben will. Es geht mir übrigens nicht darum, euch eine Anleitung zum Klauen zu geben, sondern ich will besser nachvollziehen können, wie sie sich während des Diebstahls fühlt. Na, hier zum Beispiel passt perfekt. Hier passt perfekt? Ja, weil es so ein dunkler, verkanteter Raum ist. Wenn ich jetzt hier rumgehen würde, würde ich sicher irgendwas einstecken dann. Weißt du, was ich mich halt die ganze Zeit frage so ein bisschen? Also hast du nicht Angst, erwischt zu werden? Ja, aber das ist doch gerade das Gute daran. Also das ist doch diese Spannung die ganze Zeit, dass man erwischt werden könnte. Hast du so ein bisschen auch so was Moralisches, dass du denkst, irgendwie, du tust dem Laden Schaden damit?
Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Also ich gehe zum Beispiel nicht in so kleine Tante-Emma-Läden. Das ist ja private Betreiber, da hätte ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Mhm. Genau, das würde ich dann auch erst gar nicht machen. Aber dann so in großen Supermärkten und großen Betrieben, da würde ich das schon machen. Ja, da fühlt sich das dann auch nicht so schlimm an, so aus moralischer Sicht? Nein, das fühlt sich nicht schlimm an, einfach weil die planen das ein und denen tut das doch nicht weh. Es kann ja auch jederzeit mal irgendwas kaputt gehen auf dem Transport oder so, dann müssen sie damit auch leben. Tschüss. Tschüss. Der Moment, wenn du dann durch diese Tür so dann gehst, wenn du was geklaut hast, wie fühlt sich das an? Das ist sehr befreiend, weil man ja diesen ganzen Druck dann einfach ablässt. Der ganze Stress fällt weg. Mhm. Und es ist schon eine Art Glücksgefühl, was dann hochkommt. Also du weißt ja, dass das so ein Zwang ist, dem du irgendwie folgst. Das ist dir schon bewusst, ne? Leidest du in irgendeiner Form unter diesem Zwang? Oder gibt dir das nur positive Gefühle? Zum einen gibt es mir nur positive Gefühle. Zum anderen ist es halt auch sehr anstrengend, weil ich ja ständig irgendwas klauen muss. Also ich kann nie ganz normal einkaufen gehen, ohne dass ich nicht irgendwas mitnehme. Könntest du dir denn vorstellen, da mal mit einer Psychotherapeutin oder so drüber zu sprechen? Aus Interesse würde ich das schon machen wollen, aber ich habe jetzt nicht den Drang, unbedingt aufzuhören. Danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Gern geschehen. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Bestimmt. Ciao. Tschüss. Das zweite Treffen ist jetzt ein paar Tage her und ich muss sagen, dass ich da am Ende schon das Gefühl hatte, dass ja da doch so ein kleiner Leidensdruck vorhanden ist. Aber der ist offensichtlich nicht so groß, dass sie das Bedürfnis hat, was daran ändern zu wollen. Es gibt auch nicht den einen Kleptomanen, wie er im Bilderbuch steht. Und bei dem einen äußert sich das so und bei dem anderen halt eben so. Was ich aber schon beachtlich finde, ist, dass ein Symptom dieser psychischen Erkrankung nun mal ist, dass Betroffene regelmäßig Straftaten begehen. Was sind denn eure Erfahrungen mit dem Thema? Kennt ihr jemanden, der von Kleptomanie betroffen ist oder seid ihr vielleicht sogar selbst betroffen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf weitere Themen rund um psychische Erkrankungen habt, dann abonniert uns doch gerne und aktiviert auch die Glocke hier oben. Und meine Kollegin Anna, die hat Amira getroffen. Sie ist betroffen von einer Impulskontrollstörung, die sich darin äußert, dass sich Betroffene ihre Haare zwanghaft ausreißen. So ganz nah, fühl dann auch so ein bisschen so. Wenn ihr wissen wollt, wie sie damit umgeht, dann klickt gerne mal hier oben. Und hier unten gibt es einen Film von unseren KollegInnen von True Doku. Die haben sich auch mit dem Thema Zwangserkrankungen beschäftigt. Bis zum nächsten Mal.